Ja, was unterscheidet eigentlich ein Mountainbike-Helm, wie ich ihn aufhab, von einem Stadthelm? Das klären wir gleich in diesem Video. Ja, ich habe jetzt einen City-Helm, nee, ich habe einen Mountainbike-Helm auf und du hast einen schönen pinken Stadthelm auf. Was unterscheidet eigentlich die beiden Helme voneinander? Ja, zum einen, dass wir es aussehen wie dick und doof, das ist mal das eine. Und die Helme natürlich total falsch aufhaben. Ich hoffe, es ist euch aufgefallen, dass es ja eine Katastrophe ist, wie wir die Helme aufhaben, ist mal das eine. Aber zurück zu deiner Frage. Wie man sie einstellt, klären wir ja nachher. Ein City, also die Frage, was unterscheidet ein Mountainbike vom Cityhelm, wenn wir wieder auf die CE-Norm zurückgehen, sind ja beide Helme sozusagen geprüft und gleich sicher. Ob der eine oder andere jetzt ein Quäntchen mehr sicher ist wie der andere, das können wir gar nicht erfahren. Da bräuchte man Messgeräte, Testmaschine und so weiter. Also sicher sind sie beide. Es geht so ein bisschen mehr um den Style. Also ich sag mal ganz klar, wenn ich jetzt mit meinem Cityrad rumfahre, ob ich diesen langen Schirm brauche und diese Optik ist fraglich, das sind eben die klassischen Cityhelme. Gibt es auch in anderen Farben, keine Sorge. Ja, sind die Helme immer nur in Pink. Genau, sind hier sehr gefragt, weil es einfach zum Fahrrad-Image passt. In der City ist vielleicht auch mal so ein Licht ganz praktisch. Es gibt Regenhauben dazu, Innenmützen, mehr oder weniger tolle Verstellsysteme. Aber der Style ist einfach geläufiger beim Cityrad oder beim E-Bike. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier ein Mountainbike, dann will ich einfach einen längeren Schirm haben, der vielleicht mal einen Dreckspritzer abwehrt, eine tiefe Sonneneinstrahlung mich blendet. Dann ist es einfach cooler mit diesem Helm und durch diesen längeren Schirm macht es mehr Sinn. Auch der Schläfenbereich, der Nackenbereich ist vielleicht ein bisschen weiter runtergezogen. Sieht auch wieder moderner aus, das Ganze. Aber rein auf Sicherheitstechnik könnte ich auch mit dem Mountainbike mit diesem Helm fahren, das ist ganz klar. Aber ich sehe halt mit so einem Mountainbike-Helm einfach stylischer und besser aus. Und das ist eben mit der Hauptgrund, das muss man ganz klar so sagen. Also ganz klar die Optik. Dann haben wir jetzt der halbe die Schirme vorne vom Mountainbike-Bereich. Richtig, also es sind so spezifische Dinge von Mountainbiker hier berücksichtigt worden, ganz klar, die mich in der Stadt eher stören würden, ja. Der lange Schirm. Also können wir sagen, sicher sind alle, sind nur vielleicht für den Einsatzbereich teilweise noch ein bisschen anders ausgestattet. Ja. In dem Fall haben wir zum Beispiel hier eine Aufnahme für eine Kamera, wenn man nicht ganz filmen möchte. Genau, hier schwitze ich wahrscheinlich intensiver wie dort, wobei das ist wieder typenabhängig. Das sieht man schon, der hat wieder mehrere Lüftungsschlitze drin, der ist auch hinten im Nackenbereich tiefer runtergezogen. Ja, hier. Genau, und wobei auch dort gibt es wieder Vorschriften, du darfst nicht zu weit runter, so kannst du ja nicht richtig mit dem Nacken runter und nicht zu weit hoch. Das beinhaltet ja schon wieder die Norm. Der hat zum Beispiel noch hier so einen Haken, da kannst du dann so eine große, eine Art Skibrille einhängen. Ja, genau. Das sind jetzt mehr im Mountain. Und wenn ich jetzt so eine Skibrille, wie du sagst, so eine Art Skibrille daran setze, dann sehe ich in dem Helm halt total cool und stylisch aus und in dem sehe ich dann so aus wie wir eingangsmäßig, schon ein bisschen suspekt. Und das ist eben mit der Hauptgrund. Und dann sind halt die weiteren Dinge für den Bedürfnisse des Mountainbikers eben hier angepasst. Das ist ganz klar. Okay, dann wissen wir jetzt, was der Unterschied zwischen einem Mountainbike und einem Stadthelm ist. Und das kann man auf alle Bereiche wie Rennrad und so weiter fort übertragen. Sicher sind alle, entscheidend ist nur die anderen Gimmicks, die noch an dem Helm mit dran sind und vor allem die Optik. Wie beim Auto. Alle fahren sie. Das eine ist eben besser wie das andere, für diesen Zweck geeignet. Okay, gut. Cool.